Hallo liebe Space Nibbler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux auch komplexe Softwareinstallationen wieder rückgängig machen könnt. Dazu öffne ich hier als allererstes mal ein Terminal und installiere ein Programm. Ich habe mich dabei für den Webserver Apache entschieden, denn dieser hat bereits einiges an Abhängigkeiten, die automatisch mitinstalliert werden. Sudo apt-install apache. 2. Und hier seht ihr jetzt schon, hier werden einige Pakete automatisch mitinstalliert. Ich bestätige das jetzt hier mit Yes. Und im Hintergrund wird mir der Webserver Apache bereits installiert. Und wie ihr wisst, startet auf einem Debian-basierten System der Dienst automatisch, nachdem die Software installiert worden ist. Ich kann jetzt hier also auf Localhost schauen und sehe, mein Webserver ist bereits betriebsbereit. Jetzt möchte ich dieses Programm wieder deinstallieren. Im einfachsten Fall würde ich jetzt sudo apt-remove apache 2 eingeben. Jetzt wird die eigentliche Applikation bereits entfernt, aber die enthaltenen Konfigurationsdateien werden nicht mitgelöscht. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel dpkg-l apache 2, dass hier vorne der Stand rc deklariert wird. Das bedeutet, dass das Programm zwar nicht installiert ist, aber die Konfigurationsdateien immer noch vorhanden sind. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel die Applikation nochmal neu installiere, sudo apt-install apache 2, und mir dann nochmal mit dpkg den Status anzeigen lasse, dann sehe ich hier, die Anwendung ist installiert. Ich möchte das Programm jetzt aber vollständig entfernen. Dazu gebe ich den Befehl sudo apt-remove --purge apache 2 ein. Da seht ihr, hier wird auch mit einem kleinen Sternchen signalisiert, dass nicht nur das Programm deinstalliert wird, sondern auch die Konfigurationsdateien entfernt werden. Jetzt schaue ich mir das Ganze nochmal ab und hier sehe ich jetzt, hier ist uninstalled als Flag gesetzt. Das heißt, die Applikation ist tatsächlich nicht mehr drauf. Ich sehe hier oben aber schon, dass einige Pakete, die mitinstalliert worden sind, nicht mehr benötigt werden. Diese könnte ich jetzt auch einzeln deinstallieren oder ich verwende den Befehl apt-autoremove. Das wird hier oben auch angezeigt. Sudo apt-autoremove. Hierbei würden aber auch wieder die Konfigurationsdateien beibehalten. Das seht ihr immer daran, dass hier kein Sternchen dahinter angezeigt wird. Jetzt könnte ich hier auch autoremove --purge angeben und dann würden die Konfigurationsdateien auch alle mit entfernt. Es gibt aber auch einen kürzeren Weg, nämlich den sudo apt-auto-purge-Befehl. Der kombiniert das Ganze und dann wären die ganzen Abhängigkeiten auch weg. Bei Apache handelt es sich um einen Webserver und der hat schon ein paar Abhängigkeiten, aber noch nicht so viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen komplexen Desktop, das habe ich ja auch mal erklärt in einem Video, wie ihr eine ganze Desktop-Umgebung installieren könnt, wenn ihr jetzt sowas installiert, dann kommen da schon ganz schön viele Abhängigkeiten mit. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich mache mal ein apt-cache-search xfce-desktop. Da gibt es doch bestimmt was. Task xfce-desktop. Den könnte ich jetzt mal installieren, sudo apt-install task-xfce-desktop. Hier werden jetzt schon ganz viele Pakete installiert. Und da funktioniert dann auch das Auto-Remove nicht mehr so ganz gut, weil dieses xfce-desktop-Paket, nämlich dieses task-xfce-desktop, eigentlich ein Metapaket ist und das installiert nur weitere Pakete mit. Und wenn ich nachher dieses Metapaket entferne, dann bleiben die ganzen anderen Pakete immer noch drauf. Jetzt könnte ich, das mache ich jetzt zum Beispiel, zum Teil auch so, könnte ich mir hier diese ganzen Pakete hier aufschreiben, in eine Textdatei kopieren, könnte ich jetzt hier in Featherpad schreiben und dann könnte ich das nachher auch wieder entfernen. Ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr dann halt die Zeilenumbrüche halt hier jedes Mal entfernt, dass es eine lange Zeile gibt und dann könnt ihr davor schreiben apt-remove --purge und dann die ganzen Paketlisten. Es würde funktionieren, ist aber recht mühsam, weil man sich dann das alles selber zusammenstellen muss. Es gibt aber auch einfache Wege. Dazu gibt es zum Beispiel ein Zusatzprogramm, das heißt apt-rollback.
Abt Rollback ist in Debian jetzt selber nicht mit dabei, unter Ubuntu ist es aber in den offiziellen Paketrepositories enthalten. Ihr könnt das Ganze auf der Homepage von Abt Rollback, dem Git-Repository des Projektes, herunterladen. Den Link dazu packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Hier im rechten Bereich findet ihr, wie üblich, ein Releases-Tag, wo ihr dann die ganzen Releases herunterladen könnt. Hier wechsle ich jetzt auf den Teil Tags und klicke jetzt hier die neueste Version an. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, den Quellcode direkt herunterzuladen, als ZIP-Archiv oder als TAR-GZ-Archiv. Spielt eigentlich keine Rolle. Das ist ein Tarball, den öffne ich jetzt mal und den würde ich jetzt einfach mal in mein Home-Verzeichnis entpacken. Ich könnte das jetzt hier zum Beispiel in den Ordner bin. Ich mache jetzt hier einen neuen Ordner bin und könnte das hier rein entpacken. Jetzt schauen wir mal, ob er das schon gemacht hat. Ja, da ist es schon drauf. Und hier könnte ich jetzt mein Terminal öffnen. Jetzt bin ich hier in dem Verzeichnis drin und könnte mal den Befehl einfach mal ausführen. Der ist jetzt schon als ausführbar markiert. Und falls das nicht der Fall ist, müsstet ihr da noch ein Chmod -x drauf machen. So, jetzt habe ich hier den Befehl bereits mal gestartet. Und der bietet dir jetzt verschiedene Optionen an. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel ein Argument mit angeben, minus minus last, und dann die Anzahl der letzten Installationen, die rückgängig gemacht werden sollen. Man könnte hier auch remove, reinstall und einen Package-Namen angeben. Oder mit minus minus help eine erweiterte Hilfe aufrufen. Das zeige ich euch auch nochmal. Hier wird das genau noch erklärt. So, jetzt machen wir aber mal Folgendes. Wollen wir jetzt erstmal den Task XFCE Desktop installieren. Sudo apt install task-xfce-desktop. Das macht er jetzt hier. Das ist eine ganze Menge. Das dauert auch ein bisschen, bis das alles sauber installiert worden ist. Diese Applikation liegt jetzt bei euch im Bin-Verzeichnis. Ihr könnt das natürlich auch systemweit verfügbar machen, indem ihr diese einzelne Applikation zum Beispiel nach user-local-bin kopiert. Das zeige ich euch auch noch mal kurz, wie das geht. Ich bin jetzt hier wieder in dem Verzeichnis, mache jetzt mit sudo, weil ich komme sonst nicht in das Verzeichnis user-local-bin rein, ein sudo copy apt rollback nach user-local-bin. Muss ich natürlich mein Passwort eingeben und dann kann ich das, weil das im Path ist, also ich kann noch mal anschauen, env, da sind alle meine Umgebungsvariablen drin, pipe grep path, kann ich mir die path-Variable anzeigen lassen. Und da seht ihr, da ist user-local-bin mit drin. Das heißt, ich kann jetzt diesen Befehl überall einfach aufrufen und muss nicht mehr in dem Verzeichnis drin sein und dann mit Punkt slash den Befehl einzeln starten. So, jetzt schauen wir mal, ob er hier im Hintergrund schon was gemacht hat. Hier fragt er mich, ob ich jetzt noch den Display-Manager ändern möchte. Da sage ich jetzt nein, ich möchte weiterhin den SDDM verwenden, den ich jetzt hier bei SpaceFun mit LXQT einsetze. Und jetzt bereitet er mir hier die Installation im Hintergrund schon vor. Jetzt seht ihr hier, apt rollback kann ich jetzt an irgendeiner Stelle ausführen. Wenn ich das Programm, das hat intern noch eine Abfrage drin, nicht mit Root-Rechten ausführe, dann fragt es selber nach dem Root-Passwort, denn es will natürlich mit sudo gestartet werden, weil mit apt ändere ich Dinge am gesamten System. So, jetzt kann ich mir hier anzeigen, do you wish to see the last apt-Command? Dazu schauen wir mal, ob er das schon kennt, weil den habe ich hier jetzt gerade erst ausgeführt. Der ist hier noch bei 41%. Da müsst ihr aber auch aufpassen bei diesen Dingen. Ihr müsst ja immer gucken, was er da macht. Genauso wie bei einem sudo apt autoremove minus minus purge. Insbesondere, wenn ihr Rolling verwendet. Da müsst ihr auch immer schauen, dass ihr euch keine Pakete weg deinstalliert, die ihr vielleicht noch braucht. Also immer drauf gucken, was er da tatsächlich machen will. So, jetzt hat er das hier gemacht. Und jetzt kann ich euch nochmal zeigen, sage ich mal sudo apt, damit ihr das auch mal seht, sudo apt remove Task XFCE Desktop und da seht ihr, guckt, da wird dann hier zwar der Task deinstalliert und der bietet mir auch ein paar Pakete an, die dann anscheinend nicht mehr gebraucht werden. Aber er hat hier natürlich, wenn ihr nochmal guckt, ganz viel mehr Pakete im Hintergrund installiert. Also da kommt er nie wieder auf einen sauberen Stand. Jetzt breche ich das mal hier ab. Und jetzt schauen wir nochmal hier im anderen Terminal, so, was wir jetzt hier mit dem apt rollback machen können, ob der das besser kann. Ich öffne das Programm nochmal, apt rollback, do you wish to see the last apt command? Ja, guck, und jetzt seht ihr hier schon die ganzen Pakete, die tatsächlich hier installiert worden sind. Und er bietet euch jetzt hier an, das rückgängig zu machen, also die Installation dieser ganzen Pakete wieder rückgängig machen.
rückgängig zu machen. Und jetzt macht er tatsächlich im Hintergrund einen Remove dieser ganzen Pakete und ihr habt dann wieder ein sauberes System. Und so könnt ihr auch schnell mal zum Beispiel eine neue Desktop-Umgebung ausprobieren, wie zum Beispiel KDE Plasma oder auch GNOME, und euch da mal umschauen. Und ihr habt nachher immer wieder die Möglichkeit, wieder auf euren sauberen Ausgangsstand zurückzukommen. Probiert das mal ein bisschen aus. Berichtet mir auch in den Kommentaren, wie es euch damit gegangen ist. Und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps, wie man das sauber lösen kann. Ich freue mich auf jeden Fall. Besucht auch unsere Telegram-Community. Bis bald und tschüss.